Ein Junggesellenabschied endet in der Notaufnahme der Südklinik am Ring. Zu viel Alkohol ist allerdings in diesem Fall nicht der Hauptgrund für die Beschwerden des zukünftigen Bräutigams, sondern ein fataler, lebensgefährlicher Fehler. Ach, wer ist denn da schwerer? Erstmal hinsetzen. Das ist mein Kollege Aaron, der heiratet. Kommen Sie mal, setz dich mal hier mit dem Po hin. Ein bisschen hochrutschen. Weiß nicht, der lag da uns. So, wo lag der? So, einmal hinlegen. An der Hütte. Was haben Sie denn für lustige Outfits da an? Was hat das zu bedeuten? Wir feiern unseren Junggesellenabschied. Ja, okay. Und er heiratet. Na, wir haben gegrillt und dann hat es angefangen zu regnen. Dann wollten wir den Grill hoch in die Hütte tragen. Und dann habe ich mich verbrannt, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Und dann bin ich runter zum Bach und wollte kühlen und dann bin ich irgendwie eingeschlafen. Dann bin ich wieder hoch und dann lagen die alle, da haben alle gepennt. Und Aaron hat dann gesagt, ihm geht's nicht gut. Ja. Habe ich ins Auto getragen und bin hierher gefahren. Sagen Sie mal, war da ein bisschen Alkohol im Spiel, kann das sein? Ja, natürlich trinkt man ein bisschen, aber ist nicht so viel eigentlich. Und was mich jetzt, wie sind Sie jetzt hergekommen? Ich bin mit Aaron hierher gefahren, weil alle anderen haben ja gepennt. Wie viel Alkohol haben Sie denn getrunken? Weiß nicht, 6, 7 Bier vielleicht. Und er? Weiß ich nicht, genauso. Hallo. Wie heißen Sie denn? Aaron. Nachname? Winter. Herr Winter, schauen Sie mich mal bitte an. Wie geht's Ihnen denn? Schlecht. Ja? Tja. Wie viel haben Sie getrunken, Herr Winter? 4 Bier. So. Sie sind also gefahren, obwohl Sie ein paar Bier getrunken haben? Ja. Was Sie eben gesagt haben. Alle anderen haben geschlafen, die lagen dort. Und ich habe auch kein Handy direkt gefunden gehabt. Dann habe ich ins Auto gesessen und bin hierher gefahren. Und wieso haben Sie keinen Notarzt gerufen oder so? Da habe ich nicht dran gedacht. Ich fühle mich ja noch fit. Wie gesagt, zu Aaron. Ja, was haben Sie denn? Darf ich mal ganz kurz gucken? Ich habe nur eine kleine Brandwunde. So, und jetzt noch mal. Also, Sie haben gegrillt. Und dabei haben Sie sich die Brandwunde zugezogen. Ich habe für uns so richtig teure Kobe-Steaks geholt. Die sind richtig Kobe-Steak. Genau, richtig Kobe-Steak. Und das, die wollten wir fertig machen und dann hat es angefangen zu regnen. Dann hat gesagt, wir tragen das hoch. Oder einer hat gesagt, wir tragen das hoch in die Hütte. Und dann haben wir das getan und dann habe ich mich dabei verbrannt. Und dann bin ich runtergegangen an den Bach, am Moorbach. Und dann wollte ich das kühlen und dann bin ich mal kurz weggenickt. Und dann wollte ich hochgucken, was los ist. Und dann lagen die alle da und haben gepennt. Und Aaron hat dann gesagt, ihm geht's nicht gut. Und dann habe ich ihn ins Auto gepackt und bin hierher gefahren. Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Haben Sie also in der Hütte grillen wollen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, dann hat er geregnet. Sie wissen aber schon, was da die Hintergründe sind. Ja. Ne? Also man sollte nie in Innenräumen grillen, weil da Chemikalien entstehen können, die verpuffen können. Das heißt, da kann es tatsächlich eventuell zu einer Explosion kommen. Was ist denn mit den anderen los? Sind die da jetzt in der Hütte? Na, die liegen da, die schlafen alle. Bitte rufen Sie die sofort an, dass sie sich bitte in ärztliche Behandlung begeben sollen. Den beiden Männern war, glaube ich, überhaupt nicht bewusst, in welche Gefahr sie sich gegeben haben. Und vor allen Dingen, jetzt stand ja noch die Frage im Raum, haben die Freunde überhaupt überlebt? Was ist mit denen? Da geht keiner. Kirschrot. Da geht keiner ran. Der hat eine Kohlenmonoxidvergiftung, so scheint's. Furchtbar. Die Akutsymptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sollte eigentlich jeder wissen. Das ist Übelkeit, Benommenheit, aber auch Herzrhythmusstörungen, Schwindel oder sogar Krämpfe können auftreten. Wenn ein Koma eingetreten ist, ist das natürlich schon 5 vor 12. In jedem Fall sollte man sofort einen Notarzt alarmieren. Okay, passen Sie auf. Tun Sie mir eingefallen, ich hole mal die Rezeptionistin rein. Kommst du mal bitte rein? Ja. Oh, ich wollte einfach nur einen schönen Junggesellenabschied von uns. Sie sagen jetzt genau die Adresse. Die beiden Herren kommen von einer Junggesellenparty in einer Hütte. Wir wissen jetzt von diesen zwei, er hat wahrscheinlich eine Kohlenmonoxidvergiftung. Es sind noch andere Menschen. Wie viele sind noch drin? Ja, das sind, sind okay, noch fünf. Es sind noch 5 Leute dort in der Hütte. Der Herr gibt Ihnen jetzt gleich die Adresse und Sie rufen bitte an der Rettungsleitstelle an. Die möchten sofort Rettungskräfte dorthin schicken, um diese Leute sicher zu sichern, weil die sind in höchster Gefahr. Erstens mal Kohlenmonoxid in dieser Hütte. Ist dieser Grill noch an? Wissen Sie da was? Ich habe ihn gesehen, habe ihn eingepackt und bin direkt los. Wir haben ja alle geschlafen. Bei einer Kohlenmonoxidvergiftung ist es wichtig, dass man schnell lüftet.
Sollte man bereits Kopfschmerzen oder irgendwelche Symptome verspüren, ist es wichtig, dass man sofort den Notarzt holt. Denn je schneller das Gehirn wieder mit Sauerstoff versorgt wird, umso unwahrscheinlicher ist es, dass bleibende Schäden davongetragen werden. Pass auf, ich gebe Ihnen jetzt mal hier was in die Nase, jetzt kriegen Sie mal ein bisschen Sauerstoff. Ich höre ihn noch mal richtig ab und dann gehen wir mit ihm auf die Intermediate Care, sofort. Ne? Also der hat wahrscheinlich eine CO-Vergiftung, da müssen wir eine Blutgasanalyse machen. Die Sättigung können wir in der Pfeife rauchen, weil ja auch das COHB gemessen wird mit diesen Geräten. Das heißt, wir haben eine gute Sättigung, obwohl er Sauerstoffmangel haben kann. Bei Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung muss man folgende Parameter im Blut untersuchen. Dazu gehört der Laktatwert, der anzeigt, ob eine Übersäuerung des Bluts stattgefunden hat. Natürlich der Kohlenmonoxidwert und der pH-Wert. Das Blut muss sofort ins Labor. So, komm Birgit, wir fahren nicht gleich hoch. Während Bräutigam Aaron weiter behandelt und engmaschig überwacht wird, wendet sich Dr. Nessie Wagner Trauzeuge Dennis zu. Der 33-Jährige hatte mehr Glück als sein Freund und lediglich eine Brandwunde, die versorgt werden muss. Ja, ne, also es ist so, am besten machen wir da unser Gitter drauf, das Paraffin-Gitter, ne, und dann tun wir es dann schön verbinden. Ja. Also Sie haben ja auch so ein bisschen Ruß, aber es ist Gott sei Dank nicht in der Wunde. Ne? Es ist zweiten Grades, denke ich. Ich hoffe, dass keine... Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Aber es sieht im Moment so aus, als ob es nicht zu tief ist, dass ich hoffe, dass es gut abheilt. So, jetzt noch mal zu Ihrem Kumpel, ne? Zu dem Aaron. Der ist jetzt mittlerweile auf der Intensivstation bzw. auf der Intermediate Care gelandet. Ja, und wird da jetzt erstmal versorgt. So, naja, also gut geht's ihm nicht, muss man schon ganz offen sagen. Was sind denn die anderen fünf? Wo sind die? Sind die tot? Oder was ist mit denen? Wo sind die denn jetzt? Wenn Sie sagen, Aaron ist auf der Intensivstation. Ja, was ist denn mit meinen Leuten? Also ich habe in der Tat vorher in Düsseldorf angerufen, beziehungsweise auf der Leitstelle, und die haben mir dann gesagt, dass tatsächlich zwei von ihren Freunden noch hier sind. Die sind auch auf der Intensivstation. Und einer ihrer Freunde, der Michael, der liegt jetzt tatsächlich, weiß nicht, ob Sie den kennen, den ja, hat natürlich man nach Düsseldorf gefahren, wo eben eine Druckkammer ist. Ne? Ja? Sie ist die Schwester von Herrn Gellert. Ach, super. Dennis. Und Herr Gellert. Oh, ja, warten Sie. Alles gut. Danke. Was ist passiert? Ich weiß nicht mehr. Wir haben gegrillt und dann ist mir der anfangen zu regnen, dann wollten wir den Grill reintragen und dann... Geht's dir soweit gut? Was ist mit Aaron? Mir geht's gut, ja. Entschuldigung noch mal ganz kurz, ich habe es gerade nicht so ganz mitgekriegt. Sie sind die Schwester jetzt von ihm? Ja, ja. Und mit dem Aaron Winter, wie stehen Sie jetzt da, weil Sie den gerade erwähnt haben? Das ist mein Verlobter, was ist mit ihm? Die beiden wollen heiraten, deswegen haben wir den ganzen Jungen seinen Abschied gemacht. Weil ich habe jetzt gerade die Werte eben vom Herrn Winter bekommen. Und ich muss ehrlich sagen jetzt, ne, also er ist ja auf Intensivstation, er ist da ganz gut aufgehoben. Aber leider muss ich sagen, dass die Werte noch nicht so sind, dass ich grünes Licht geben kann. Wir mussten ihn wirklich... Ich wollte das nicht. Mich hat das Ganze schon sehr mitgenommen, als ich gesehen habe, wie sehr unseren Patienten das Ganze beschäftigt. Denn für ihn war auch klar, dass er schuld an der ganzen Sache ist. Und es stand ja auch immer noch im Raum, dass alle verletzt sind und teilweise sogar sehr kritisch. Ich wollte das nicht, echt. Passen Sie mal auf. Wir haben Ihren Verlobten jetzt beatmet mit Überdruck und wir tun im Moment wirklich alles, dass er sich stabilisiert. Ja? Und ich denke, wir tun alles, was wir können und ich hoffe, dass es dann gut ist. Ne? Ich hoffe, dass es gut wird. Es gibt zwei Organe, die sehr sensibel auf Sauerstoffmangel reagieren. Das eine ist das Gehirn. Schon nach wenigen Minuten ohne Sauerstoff weiß man nicht, ob eventuell irreparable Schäden vorhanden sind. Das andere ist das Herz. Auch dieses kann Schaden nehmen, wenn es unterversorgt wird. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wirklich alles stabil werden, dass sich alles stabilisiert. Ne? Und ich denke, wir haben jetzt alles gemacht, was im Moment geht. Wenn Sie möchten, können Sie da noch ein bisschen draußen Platz nehmen. Ne? Und ich schaue jetzt gleich noch mal auf die Intensivstation nach den drei Männern, wie es denen geht.
Ob Veras Verlobter wieder komplett gesund wird und wie es um die anderen Teilnehmer des Junggesellenabschieds steht, ist aktuell nicht vorhersehbar. Ganze 2 Tage muss die junge Frau um ihren zukünftigen Ehemann bangen. Guten Tag zusammen. Na, geht's schon ein bisschen besser? Sind noch arg schwach, ne? Ja. Was ist mit ihm? Wie geht's weiter? Ja, also glücklicherweise, ich habe jetzt auch Info von allen. Haben sich auch die Kollegen stabilisiert. Ihn konnten wir glücklicherweise jetzt gestern extubieren. Er war ja auch intubiert und hat dann Sauerstoff gebraucht mit Überdruckbeatmung, weil er tatsächlich eine richtig knackige Kohlenmonoxidvergiftung gehabt hat. Ne? Ich denke, dass er schon aus dem Gröbsten raus ist und ich hoffe auch, dass er keine bleibenden Schäden davon trägt. Bei einer Kohlenmonoxidvergiftung kann es aber nicht nur zu kurzzeitigen Schäden kommen, sondern auch, wenn die Sache überstanden ist, mit der Zeit noch andere Schäden davon bleiben. Zum Beispiel Gedächtnisstörungen, Persönlichkeitsveränderungen, Herzstörungen, das heißt Herzerkrankungen oder auch sogar Lähmungen. Oh, das ist mein Handy. Ihr Handy? Ja. Oh, eine Nachricht von Michael. Ach, das ist der in Düsseldorf. Genau, richtig. Ja. Mal her. Was kann? Hey Jungs, mir geht's schon wieder ganz gut. Der Arzt sagt auch, dass ich nächste Woche schon wieder nach Hause kann. Also alles super soweit. Ich hoffe, ihr seid auch bald wieder fit. Ganz ehrlich, das war schon ziemlich bescheuert, was wir da gemacht haben, oder? Naja, auf jeden Fall Grüße aus Düsseldorf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao. Ich bin so Sorgen gemacht. Ja, ich erst. Ich habe das Ganze organisiert und den Grill und alles. Und ich wollte ihn da reinstellen, weil es angefangen hat zu regnen. Wenn euch irgendwas passiert wäre, hätte mir das niemals verziehen. Nee, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe Anpacken gerufen. Du warst das? Ja, die sollten den Grill doch reintragen. Das... Oh, tut mir ernsthaft? Leid. Ja. Ja, super. Guck mal, wegen dir eine Verbrennung, weil ich mir an dem Scheißding verbrannt habe. Hast du klasse gemacht. Ich denke, das... Echt? Bringt uns nicht weiter. Nein, Schuldzuweisungen sind da nicht das Richtige. Aber ich denke, Sie haben da alle wirklich was dabei gelernt. Diese Kohlenmonoxidvergiftungen sind wirklich tückisch. Und ich muss es Ihnen noch mal sagen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, in was für eine Gefahr da auch Ihre Kumpels gesteckt haben. Na, wenn jetzt Ihnen dieses Kohlenmonoxid mit dem Feuer zusammengekommen wäre und es eine ungünstige Konstellation gegeben hätte, dann wäre es unter Umständen zu einer sogenannten Verpuffung gekommen. Das ganze Ding, die ganze Hütte wäre in die Luft geflogen. Und ja, die Schäden dann, ne, die wären nicht absehbar gewesen. Aber glücklicherweise hat sich das jetzt alles... zum Guten gewendet. Ich bin auch froh, dass es Ihnen wieder so weit gut geht. Ne? Toi, toi, toi. Nie wieder grillen. Weil das Ding ist auch, wenn das Gehirn zu lange ohne Sauerstoff ist, dann kann es eben doch bleibende Schäden geben. Und da ist er so ein Stück dran vorbeigeschrammt. Ne? Der Bräutigam und seine Freunde haben sich vollständig und ohne bleibende Schäden von der Kohlenmonoxidvergiftung erholt. Trauzeuge Dennis wird nur eine kleine Brandnarbe zurückbehalten. 3 Wochen später feierten Aaron und Vera ihre Traumhochzeit.